Jo, wir sind wieder bei One Piece Pirate Warriors 2. Beim letzten Mal haben wir wieder mal aufs Maul bekommen. Haben wir weitere Freundes-Episoden gemacht von den alten. Und sind weiterhin, weil sind jetzt gerade bei der letzten, und zwar bei der von Brook. Und wollen nur gucken, was Nami da für eine Pose macht. Sind, ja, ich denke mal, mehr oder weniger jetzt noch kurz vom Ende. Wir müssen wahrscheinlich nur noch Lüssop aufs Maul geben. Vielleicht sehen wir der Lüssop ja ein kleines bisschen mehr. Ach, sie hat eine Brille angezogen auf Select. Das finde ich sehr schön. Ich mag Charaktere mit Brillen. So. So, und noch mehr Blitze. Ich lasse hier Lüssop gar nicht mehr runterkommen. Lüssop? Wo bist du? Habe ich mich ins Weltall gehauen. Ist Lüssop da? Ach da, er hat auch seinen Style aktiviert. Natürlich habe ich wieder mal den falschen Gegner anvisiert. Danke, Spiel. Please stop it. So, das reicht wahrscheinlich. Jo, für das bisschen hat es gereicht. So, und dann damit dürften wir jetzt Brook wahrscheinlich freigeschaltet haben. So, war hier nicht noch irgendwas? Genau. Fresse und Style. So, einfach mal, weil die mich gerade hier vorne nerven. Oh! Und weil es eine Goldtrophäe gab. Ich habe Lust auf etwas Fleisch. Sehr gut. So, irgendwo brauche ich nochmal ein bisschen SP. Sehr gerne. Oh, hier ist sogar der Anführer schon da. Wo ist er denn? Ja, komm. Au. Hat der mich gerade ausgelacht? Der kriegt dafür voll aufs Maul. So. Nehmen wir das Gebiet eben mal schnell ein. Einfach weil wir es können. Nein, ich habe den falschen Knopf aktiviert. Tja, damit ist mein ganzer Style weg. Davor hätte ich mir ein bisschen sparen können, aber jetzt habe ich meinen ganzen Style aus dem Fenster geschmissen quasi. Treffe ich überhaupt jemanden? Ja, ein paar. Level up. Oh. Ja, damit haben wir jetzt sowieso alle wieder voll. Okay. Da wir komplett voll sind, können wir auch zu Brook gehen. Der kriegt zwei Lanzen und einen Style up und dann hat sich's auch. Brook, Brook, Brook. Hi. So, sollst du auch ein paar Gegner mit treffen? Einfach mal, weil. Weil Baum. Jo! Die eine Lanze hat ihn schon fast getötet. Der braucht ja keinen Style mehr abzubekommen. Ja, das war's. Perfekt. Ja, wir haben unseren A-Rang. Passt. Mit Nami so viele Chaos zu machen, ist dann doch ein bisschen schwerer. So, damit haben wir die ganzen alten Charaktere quasi schon mal. Kann es sein, dass sie die gleichen, ja, ich sag mal, Siegesposen haben wie auch ihre normalen Versionen? Das ist mir jetzt gerade so ein bisschen aufgefallen. Oh, Level 5 direkt. Hey, direkt bis zur Münze. Perfekt. Als wäre es geplant gewesen. Die ist sogar neu, die Münze. Wunderbar. So, haben wir jetzt irgendwie noch was freigeschaltet? Lock von Teach Doppel... Oh! Oh! Stimmt! Teach mit der Fähigkeit von Whitebeard. Oh! Hm. Kann ich natürlich noch nicht machen, aber... Trotzdem, oh. Na gut, dann wollen wir langsam mal mit den anderen weiter oben anfangen. Sanji wird empfohlen. Sanji soll's sein. Teufelsflammentritt. Na dann, bin mal gespannt, wie gut er sich gegen Kizaru schlagen kann.
正気を失った赤犬を止めるため、キザルは海賊たちとの共闘を決めるほかなかった。Einfach mal wieder ein bisschen Hintergrundstory dazu. しかし、海軍大将という立場上の問題から全面的な協力には踏み切れずにいた。何のためらいもなく海賊と協力したとあっちゃ、後々わしの仕事に支障が出るかもしれんのでね。一度海賊の諸君と戦った上での和解という形であれば、わしも協力もしやすくなると思うよ。Na dann, wollen wir mal schauen, was der Kizaru uns entgegenbringt. Ich kann mir gut Bär, Pazifista und Sentomaru als Gegner vorstellen. Nein. Keiner. Law und die CP9. Hey, CP9! Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Okay, einfach alle da hinten umhauen. Okay. Das war sogar so halb ernst gemeint mit Hey Zippino, hatten wir schon lange nicht mehr. Die hatten wir wirklich schon etwas länger, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ist echt praktisch, dass alles, was wir quasi hier brauchen, schön weit oben ist. Außer Smoker. Dafür müssen wir einmal nach unten scrollen. Nein. Von oben anfangen. Wobei, vielleicht Stärke. Hier nehmen wir sowieso ganz viele Territorien ein. Dann nehme ich mal Stärke des Anführers damit. So, Ruffy, du bist fertig. Zorro ist unser neuer Freund. Seine Münze wollen wir natürlich auch haben. Sanji und Zorro. Beste Freunde. Wo gibt. So, mal gucken, ob wir mit diesem Sanji auch einen S-Rang kriegen können, wie bei dem anderen bei... Oh, bei welcher Freundes-Episode war das? War das von jemandem von der CP9, wo wir da auch einen S-Rang hinbekommen haben? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Okay, und der kann auch diese Attacke da, dass er sich da runterhaut. Oh, nein, wieso bist du gerade als allererster hier? Ich mag dich nicht. Ich habe jetzt wieder schon viel zu viel Schaden bekommen. So, was hast du nochmal als erstes Special? Ach, Konkase, stimmt ja. Ich erinnere mich. Kann ich dich mal auch treffen? So, ab und zu mal ein bisschen treffen wäre echt praktisch. So, dann kommen wir den Guerillakommandanten anders noch um. Wo ist er denn? Da sind die Guerillakommandanten. So, beide weg. Einfach aus dem Ring geschleudert. Aus dem Ring? Ja, fast. Einfach rausgeschleudert. So. Hat mir eigentlich der Luki noch irgendwas gegeben? Die Münze hier wahrscheinlich. Die hat ein bisschen gedauert, bis ich sie aufheben konnte. So, Style ist wieder voll. Gehen wir das Gebiet einnehmen. So, sammelt euch so ein bisschen. Oh, hier sind ein paar. Nehmen wir die mal mit. Konkase ist der Rippenbrecher. Okay. Ist echt interessant, die Art. Warum er der jetzt gelandet ist? Eben nirgendwo. Die halten echt was aus, muss ich sagen. Aber gut, ich bin auch in einem Gebiet, das mehr Verteidigung hat. Was? Bis hierhin hat die Attacke hingereicht. Echt weit. Und da habe ich euch mal alles noch mit weg. Ero, Kappa und Marimo. Ach ja, die beiden sind so schöne Freunde. Ah, ich habe den Anführer noch erwischt. Sehr gut. So, ich wollte nämlich gucken, was er denn für eine zweiten Special noch hat. Ah!
Die Attacke. Ach, das war ja das Problem mit Sanji. Irgendwie hau ich bei ihm nicht so viele Chaos auf einmal raus. Jetzt bei 262. Wer ist denn hier so? Ist ja gar keiner. Eki bewegt sich auf Whitebeard zu. Eki, 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 Eki. Ach, Eki kommt dann also gleich hier hin. Okay. Dann hauen wir hier einfach mal so ein bisschen die Meute. Ja, die Attacke haut sich ja verdammt gut rein. Hallo, Eki. Nein, nicht du. Eki. Habe ich ihn gerade erwischt? Werde ich ihn erwischen? Ich habe quasi gerade den Hals gebrochen, so wie ich darunter gehüpft bin. Also mindestens den Hals, wenn nicht sogar noch mehr. So, Eki. Nein, aktiviere doch nicht jetzt deinen Style auch noch. Ich muss dich noch besiegen. Okay, ich hab ihn besiegt. Oh, er gibt mir sogar großes Fleisch. Sehr gut. Gegner gerade frisch gespawnt, aufs Maul bekommen erstmal. So, okay, dann haben wir das Gebiet auch eingenommen. Den Typ noch ein paar Mal aufs Maul gehauen. Wo ist mein Fleisch? Da. Bevor der mir hier noch mit Style ankommt, machen wir es schnell. So, ich habe da irgendwo noch ein paar Truhen gesehen. Mit einer Goldmünze. Ui. Gerne. Genau, das habe ich gesehen. Da lang. Da unten ist nämlich noch irgendein Gegner. Den wollen wir auch aufs Maul hauen. Bruno! Mein liebster Bruno. Nein, du bist weggesprungen. Was? Wo kam gerade bitte die Chaos her? Was? Was? Nein, er springt schon wieder weg. Ach, weil ich die da runterschlage, treffen sie andere Gegner und dadurch habe ich Unmengen an Chaos. So ist das also. So, ach, hier ist sogar der Anführer schon da. Hallo? Dann machen wir dich auch nochmal schnell kaputt. Stylevoll. So, dann möchte ich noch aufs Maul. Aktivieren noch unseren Zorro ganz fix. Ich glaube, ich habe da nämlich gerade für einen Moment Fleisch gesehen. Womit ich meinen Style wieder auffüllen kann. Habe ich das? Na, ist es mehr oder weniger zumindest was zum Style auffüllen. Ja, ja. Was auch immer wir da treffen. Nichts. Doch, 6 Chaos noch. So, das. Und das. Und das. Und ein Truppenanführer. Der lauert da vorne noch. Oh ja, komm, nehmen wir mit. Aber wobei, wir haben jetzt nicht mehr Fleisch für Stärke. Wir müssen da. Ja, wobei, umso besser. Wir nehmen gerade ein Gebiet nach dem anderen ein. Von daher. So. Du kriegst auch nochmal ein Konkassee. Auf den Kopf. Oh, Jabura hockt hier rum. So, dann hauen wir Jabura noch schnell um. Wobei ich glaube, ich habe schon viel zu viel Schaden bekommen. Gut, dass ich da gerade nicht in seiner Spezialattacke stand. Jabura, möchtest du mal herkommen? Nee, ich glaube, ich bende das auch einfach gleich direkt. Vor allem, irgendwie komme ich hier gerade nicht auf die nötigen Gegner. Ach, das ist auch noch ein feindliches Gebiet gewesen hier. Ich bin gar nicht so wirklich bewusst geworden. Anführer, Anführer, da hinten. Hallo, Kizaru. Da ist der Anführer. So, dem wollte ich jetzt voll aufs Maul hauen, denn ich wollte mal schauen, wie viel das abzieht. Jo. Instant-Gebiet eingenommen. Passt. So, jetzt hätte ich aber gerne entweder Style oder SP. Weil so gehe ich nicht zu Kizaru. Der will mir in der Striche und Waden den Arsch versohlen. Ja, das sieht gut aus. Nach wo wir gerade hier sind. Es levelt ja alles
stimmt ja, wir müssen ja Dingens ja noch mitleveln, ne? Wir hätten erstmal kurz Yosu. Irgendwo hier. Oh, Law. Ach ja, Law ist ein Gegner. Ich hab ja ganz vergessen. Ach komm, räumen wir die noch alle aus dem Weg. Einfach nur, damit wir unseren Charakter da leveln. Also Zorro leveln. Hab ich Law? Ja, ich hab Law anvisiert. Oh, Level up, perfekt. Hui, wir fliegen. Ja, eigentlich müsste ja Law verdammt leicht auszuweichen sein, indem wir einfach nicht in seinem Room stehen. Ja, komm, aktivieren wir mal. Wenn er das Glück ergibt, ergibt das ja nochmal eine Münze oder so. So, den haben wir weg. Also ich weiß, vorher 2500 haben gereicht für ein Level 5. So. Ob wir jemanden treffen, weiß ich nicht. Machen wir einfach mal. Nein, doch, 7. So, was hast du mir hinterlassen? Hier, perfekt. Oh, noch eine Münze. Hab ich denn die? War das nicht die? Ach, egal. Vielleicht war es sie, vielleicht war es es auch nicht. Au, au. Nicht schlagen. Er ist hinter mir. Natürlich ist er hinter mir. Wo soll er sonst sein? Ich sehe nichts. Wo bist du? Da. Nein! Spiel! Hör auf damit! Mir meine Gegner umzuvisieren. Ich sollte hier nicht rumspielen. Und auf K.O.s... Oh, hi. Oh, ich habe ihn getroffen. Wie auch immer. Au. Da hinten ist Pizarro, ja. Boah. Nein, geh weg, Anführer. Wo ist Pizarro? Das war nicht Pizarro. Pizarro? Was ist hin? Irgendwo hier schwebt er rum. Das ist der Anführer. Nice, Kizaru. Meine Güte. Flieg doch hier nicht so rum. Das hat ja doch ein bisschen länger gedauert jetzt. Ui, 5000 Schaden. Der Großteil davon war sicher Kizaru am Ende. Warum war da ein Foto von Eva auf dem Kampffeld? Glaube, ich will es nicht wissen. Warum war da ein Foto von Eva? What the fuck? Ah, es reicht für Level 5. Perfekt. Damit hätten wir auch die Zorro-Münze. Die anderen, ja. Mal gucken, ob es in diesem Jahr noch oder im nächsten Jahr wird es vielleicht dann wohl wieder einen Stream geben. 3 neue Münzen. Perfekt. Irgendwas Interessantes dabei? Ja, nö. Oh! Piratenallianz. Freundeslaste fühlt sich einfach an. Okay. So, Kizaru kann als voll mit... Ach, Log von Akainu ist verfügbar. Stimmt, ja, ich habe ja die Theorie gemacht, Ich habe angenommen, wenn man Akainu... Ne, nicht Akainu. Wenn man Kusan und Kizaru hat, dann wird Akainu freigeschaltet und, ja. Ich kann mir gut vorstellen, der kommt entweder erst, nachdem man alle anderen hat, oder... Ah, wen will man nennen? Akainu, Teach und Moria, würde ich jetzt sagen. Hier fehlt wahrscheinlich der Pazifist dafür. Sentomaru. Ja, und sonst, wie lange haben wir das eigentlich noch? Da 3. Da nochmal 3. Eine müssen wir noch freischalten. Hier unten noch eine 7. Und 2 davon müssen wir freischalten. Okay. Das sind alle Level 45. Das sehe ich wahrscheinlich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sogar Level 50 sein wird als stärkster. Wie sieht es eigentlich aus mit den spielbaren Charakteren? Haben wir jetzt alle, oder? Mal kurz mal hier reinschauen einfach.
ja, wenn jetzt nicht zufällig irgendwo noch jemand reingeschoben wird, keine Ahnung, es wird rechts noch eine komplette Reihe dazu oder so, oder ja, unten glaube ich eher nicht, dann hätten wir jetzt nun alle Charaktere schon mal. Wir können noch mal kurz schauen, ob sich irgendwas Bestimmtes im Daddy Shop. Robins Outfit. Ach, der Miss All Sunday Outfit. Das ist quasi ihr Barockfirma-Outfit. Hm. Kann ich auch kurz nochmal schnell zeigen. Ja, neues Outfit für Robin. Was? Ja, nicht Hauptepisode. Freundes-Episode. Gehen wir mal hier einfach auf Nami. Nein, gehen wir nicht auf Nami. Gehen wir auf Zorro. Nein, Outfit ändern. Hier haben wir ein normales Outfit. Und, oh, das sieht aber schön aus. Ich glaube, das werde ich auch benutzen, wenn wir dann Robin benutzen. Aber gut, das war's jetzt mal von One Piece Pirate Wars 2. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!